In dieser Aufgabe 12 geht es um das Thema Abstandsumrechnung. Und wir haben in einem bestimmten Abstand 3 Meter. So, was ist jetzt, also von einer elektrischen Quelle, was ist jetzt mit elektrischer Quelle gemeint? Ein elektrischer Dipol. Also ist jetzt nicht irgendwie eine Spannungsquelle oder sowas oder eine Steckdose, sondern also natürlich irgendwas, was Feld abstrahlt, und das elektrisch soll uns jetzt darauf hinweisen, das ist ein elektrischer Dipol, ein hertzischer Dipol. Also irgendwie sowas wie so eine Dipolantenne, Stabantenne. So, und da ist eine bestimmte elektrische Feldstärke gemessen, 10 Millivolt pro Meter bei irgendeiner Frequenz. So, und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Feldstärke in einem Abstand von 10 Meter oder von 25 Meter? So, jetzt kann man sich so überlegen, 3 Meter, warum ist 3 Meter irgendwie ein relevanter Abstand für die EMV? Ja, bei der Frequenz ist es auf jeden Fall Fernfeld. Also ich würde behaupten, das hier ist auf jeden Fall noch Nahfeld. Bei denen müssen wir mal schauen. Aber 3 Meter ist so eine typische Messentfernung in Absorberhallen. Also es gibt eben Absorberhallen mit 3 Meter Messstrecke, die nicht so groß sind. Und dann gibt es Absorberhallen mit 10 Meter Messstrecke. Es gibt keine Absorberhallen mit 25 Meter Messstrecke. Es gibt Absorberhallen mit 30 Meter Messstrecke. Da könnte man natürlich auch auf 25 Meter messen. 25 Meter ist jetzt irgendwie irgend so ein Abstand. Das ist kein, ne? Aber ich meine, das ist auch genau die Idee von solchen Abstandsumrechnungs, Aufgaben oder eben Rechnungen. Ich habe in einem bestimmten Abstand gemessen, meinetwegen in 3 Meter, weil ich nur eine 3-Meter-Halle habe. Und die Norm oder der Standard oder irgendein Grenzwert ist aber für 10 Meter gegeben oder für irgendeinen anderen Abstand. Und das möchte ich jetzt umrechnen. Ja, das ist so die Idee. So, und was man jetzt auf jeden Fall mal machen kann, deswegen mache ich das auch mal in Schwarz sozusagen, unabhängig von irgendeiner Teilaufgabe. Also aus dieser Frequenz müssten wir jetzt mal Wellenlänge ausrechnen. Wie machen wir das? Wenn der C ist gleich Lambda mal F. Genau, also wir haben C ist Lambda mal F. Wenn wir das nach Lambda umstellen, müssen wir durch F C durch F teilen. Also Lambda ist C durch F. So, und dann können wir für C so die ungefähr 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde einsetzen. Und wir können für F jetzt hier die 3 Megahertz einsetzen. So, Mega sind 10 hoch 6. So, dann kürzen sich hier die 3 gegen 3 und eine 10 hoch 6 und eine 10 hoch 8 geben 10 hoch 2 und 10 hoch 2 sind 100. So, also Wellenlänge bei 3 Megahertz sind 100 Meter. So, ist das jetzt sozusagen schon direkt die Nahfeld-Fernfeld-Grenze? Nee, die können wir wie ausrechnen? Die hieß, glaube ich, immer R0. Die ist halt abhängig vom Strahler. Beim elektrischen Dipol ist es. Genau, also die muss ja irgendwie von Lambda abhängen. Und bei großen Antennen war es 2 dΩ durch Genau, Lambda. also da hängt das noch von der Antennengröße ab, und bei so einem Dipol ist das einfach Lambda durch 2 Pi. Also sozusagen ja schon deutlich kleiner als die Wellenlänge. Und jetzt kann man ja eben natürlich diese 100 Meter einsetzen und 100 Meter durch 2 Pi teilen. Pi ist ja genau 3 oder ungefähr 3. Naja, und dann kann man das so ein bisschen ausrechnen. Wenn das genau 3 wäre, wären das ja 16,66 Meter und Pi ist ein bisschen größer. Also irgendwie kommen da so 16 Meter raus. Können wir gleich nochmal dann in Octave, wenn wir hier irgendwie Zahlenrechnung machen, ein bisschen genauer machen. Aber 16 Meter, das passt ungefähr ganz gut, so als erste Abschätzung. So, und damit können wir auf jeden Fall sagen, dass dieser Punkt hier, wo ist Nahfeld oder Fernfeld? Der ist auf jeden Fall im Nahfeld. Also das hätte man vorher, glaube ich, so rein mit Wellenlänge sind 100 Meter, da ist der auf jeden Fall im Nahfeld. Der hier ist auch noch im Nahfeld. Und der nächste ist dann im Fernfeld schon.
Ja, und da sieht man so ganz zu der vorher angesprochenen Thematik, ich will Grenzwerte oder ich will Messwerte ineinander umrechnen, passt das dann auch nicht, weil eigentlich würde man ja schon immer versuchen, unter Fernfeldbedingungen zu messen, also jetzt bei 3 Megahertz, aber also, naja, 3 Megahertz ist jetzt auch keine Frequenz, bei der man jetzt eigentlich irgendwie so gestrahlte Emissionen schon misst. Aber egal, also man könnte das ja trotzdem machen im Nahfeld, wenn man dann weiß, es ist eine elektrische Quelle, dann würde diese Umrechnung ja trotzdem irgendwie funktionieren. So, naja gut, dann nehme ich mal blau für den Teil A hier und jetzt brauchen wir irgendwie eine Formel, mit der wir das machen. Also solange wir nicht zwischen Nahfeld und Fernfeld wandern, haben wir eine bestimmte R-Abhängigkeit. Genau. Also wir haben sowas, dass die Feldstärke proportional ist. Das soll mal jetzt hier so das Proportionalzeichen sein. Und zwar zu auf jeden Fall 1 durch R irgendwas. Ja, weil wenn ich den Abstand vergrößere, muss ja die Feldstärke kleiner werden. Kann ich immer größer werden, desto weiter ich weggehe. Also hier muss auf jeden Fall, was auch immer wir ausrechnen, das muss kleiner sein als das und hier muss es noch kleiner sein als das und das. So, und also im Fernfeld hätte man das, einfach 1 durch R. So, und im Nahfeld steht hier noch ein Exponent. Entweder 2 oder 3. Entweder 2 oder 3. Das eine ist bei magnetischen Strahlen und das andere ist bei elektrischen Strahlen. Genau, so. Und jetzt ist so die große Frage, also steht hier eine 2 oder steht hier eine 3? Und ich meine, ich schreibe jetzt mal beide Fälle hin, also auch im Prinzip, weil ich es mir tatsächlich ehrlich gesagt auch nie so richtig merken kann. Also ich schreibe jetzt mal beide Fälle hin. Also hier hätten wir jetzt meinetwegen R hoch, oder ich schreibe mal alle drei Fälle hin. Ne? Also ich schreibe mal hin 1 durch R. Und wir machen mal da oben, gucken, ob ich die 2 hier nochmal wegbekomme. Nee, wie immer nicht. Doch, jetzt. So, also wir nehmen mal 1 hoch R, 1 hoch R Quadrat, 1 hoch R hoch 3. So, und für das Magnetfeld würde ja hier oben gelten, das wäre das Gleiche. Ja? So, und wenn ich jetzt mal hier daraus die Feldimpedanz ausrechne, nenne ich mal Gamma. Dann würde ja rauskommen, also Gamma ist E durch H. Wenn ich das jetzt hier einsetze, die Proportionalität, dann kürze ich die R-Abhängigkeit weg, dann kommt da was Konstantes bei raus. Also das ist das, was wir haben im Fernfeld. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ein elektrischer oder magnetischer Strahler ist. Also mache ich mal elektrischer, magnetischer. Dipol. So, und also wenn ich jetzt in dem nächsten Fall E proportional zu 1 durch R Quadrat habe, was muss dann für das magnetische Feld gelten? Genau, dann müssten wir hier die 3 haben. So, und jetzt kann man sich ja so ein bisschen überlegen, wenn ich das jetzt hier so einsetze, also Gamma ist E durch H, dann habe ich 1 durch R Quadrat von dem E und 1 durch R hoch 3. Jetzt darf ich natürlich nicht, ich muss das nochmal kurz wegmachen, ich darf jetzt natürlich hier nicht gleich schreiben, sondern auch nur proportional. Also von dem E habe ich ein R Quadrat, von dem H habe ich ein R hoch 3 und jetzt kann ich das wegkürzen, dann kommt da raus, Gamma ist proportional zu R. Also wenn ich den Abstand kleiner mache, wenn ich dichter an die Quelle rangehe, wird auch die Feldimpedanz kleiner. Ja? Und sozusagen, also wenn ich hier R immer kleiner mache,
eins durch was Kleines wird immer größer. Ist ja klar, wenn ich dicht an die Quelle rangehe, wird die Feldstärke größer. Aber hier steht ein Quadrat, hier steht ein hoch 3. Also was Kleines hoch 3 wird noch kleiner, eins durch was noch Kleineres wird noch größer. Also hier wird die magnetische, wenn ich dicht an die Quelle rankomme, wird die magnetische Feldstärke viel stärker größer als die elektrische Feldstärke. Und dementsprechend wird auch die Feldimpedanz kleiner. Ja, weil ich ja mehr Magnetfeld habe, weniger elektrisches Feld, wird die Feldimpedanz kleiner, habe ich ein Niederimpedanzfeld. So, Niederimpedanzfeld, mehr magnetisches Feld, wenn ich dicht an die Quelle rangehe, weniger elektrisches Feld, wenn ich dicht an die Quelle rangehe, heißt magnetischer Dipol. Genau, das ist Nahfeld eines magnetischen Dipols. Und das wäre eben dementsprechend ein Niederimpedanzfeld. Ja, und also so auf diese Art und Weise kann ich mir das immer ganz gut merken. So, und ich meine, hier unten ist es jetzt eben genau der umgekehrte Fall. Ja, so. Unsere gute Reinigungsfachkraft schaut wieder ums Eck. So, ja, also hier, ich bin dicht an der Quelle dran, das R wird klein. Was Kleines hoch 3 wird noch kleiner, 1 durch was sehr Kleines wird groß, dann wird die elektrische Feldstärke sehr groß in dem Fall. Die magnetische Feldstärke wird auch groß, aber nicht ganz so groß. Ja, wenn ich jetzt hier diese ganze Abhängigkeit in das Gamma einsetze, dann ist das Gamma eben proportional zu 1 durch R. Also je dichter ich an die Quelle rankomme, desto größer wird die Feldimpedanz, weil ja die elektrische Feldstärke viel größer wird im Verhältnis zu der magnetischen Feldstärke. Habe ich was Großes durch was Kleines, kriege ich ein Hochimpedanzfeld. Ja, also der Fall hier unten ist Nahfeld eines elektrischen Dipols. Und das ist dann ein Hochimpedanzfeld. So, und ich meine, damit haben wir auch gleich so die Idee von der Feldimpedanz geklärt. Also Feldimpedanz setzt elektrische und magnetische Feldstärke ins Verhältnis. Ich kann die beide messen, zum Beispiel, ne, wenn ich irgendwie Feldsonden habe, Antennen habe für E-Feld und H-Feld. Dann kann ich E- und H-Feld messen, kann die Feldimpedanz ausrechnen. Dann kann ich eben gucken, also wenn das die 377 Ohm sind ungefähr, dann bin ich irgendwie im Fernfeld der Quelle. Wenn das was Kleineres ist als die 377, dann bin ich im Nahfeld eines magnetischen Dipols. Wenn das was Größeres ist als 377, bin ich im Nahfeld eines elektrischen Dipols in einem Hochimpedanzfeld. Also ich kann beide Komponenten messen. Feldimpedanz ausrechnet, dann kriege ich Informationen über meine Quelle raus, über meine Störquelle, oder ich habe Informationen über die Störquelle, weil ich weiß, was da strahlt. Ne? Da strahlt irgendwie eine Leiterschleife auf einer Leiterplatte, dann wird das ja sich wie ein magnetischer Dipol meinetwegen verhalten. Wenn ich weiß ungefähr, wie weit ich weg bin von der Quelle, kann ich Feldimpedanz ausrechnen, dann kann ich meinetwegen Magnetfeld messen, aus dem Magnetfeld das elektrische Feld ausrechnen oder umgekehrt. So, das ist so die Idee von Feldimpedanz, das kommt nachher noch in der Aufgabe. So, jetzt können wir zurückkommen zur Abstandsumrechnung. Also wir haben jetzt herausgefunden, wir müssen jetzt diese Formel hier nehmen, ne? Weil wir haben elektrische Quelle, wir sind im Nahfeld, hier ist es. So, und jetzt kann man natürlich mit der im Prinzip einfach so eine Verhältnisgleichung aufstellen und kann sagen, also elektrische Feldstärke in einem bestimmten Abstand zu der elektrischen Feldstärke in dem anderen Abstand, ja, durch diese 1 durch R hoch 3 Abhängigkeit muss jetzt hier R2 hoch 3 hier oben stehen und R1 hoch 3 hier unten. Ja, so, und die stellen wir jetzt einfach nach, also E1 wissen wir, R1 wissen wir, R2 wissen wir, und die stellen wir jetzt nach E2 um. Ich hätte die auch gleich in Richtung irgendwie E2 aufschreiben können, aber wollte sie erstmal vielleicht so allgemein hinschreiben. Also E2
das einfach sozusagen hier hoch multipliziert und die anderen Sachen rüber oder die Gleichung getauscht, müsste jetzt im Prinzip ergeben E1 mal R. Eins hoch 3 durch R2 hoch 3, richtig? Genau, so, und ich meine, weil ja das R2 größer ist als das R1, ist das am Ende kleiner als das E1. Und so sollte das ja auch sein. Wenn wir in einen größeren Abstand gehen, sollte das kleiner werden. So, und die ganze Zahlenrechnung, die machen wir jetzt natürlich wieder in Octave. Das habe ich jetzt vermutlich noch nicht geöffnet, aber das suche ich gleich mal. So, und da ist es auch schon. Und dann kann man das hier ein bisschen kleiner machen und können eben hier die Zahlenwerte reinschreiben. Also E1 sollten sein 10 Millivolt. Die schreibe ich mal auch wirklich so als 10E-3. Dann hatten wir R1, das sind 3 Meter und R2, das sind 10 Meter. Und dann können wir da unten einfach die Formel abschreiben und sagen, E2 ist E1 mal R1 hoch 3 geteilt durch R2 hoch 3. So, und dann sollte da eben was rauskommen. Jetzt kurze Abschätzung im Kopf. Also wir verdreifachen ungefähr den Abstand, ja, von 3 Meter auf 10 Meter ist ungefähr ein Faktor 3, das hoch 3. 3 hoch 3 macht 27. 27 ist, sagen wir mal, ungefähr 30. Also da sollte jetzt ein 30stel rauskommen. Wenn ich 10 Millivolt nochmal durch 3 teile, sind das 3 Millivolt pro Meter. Nochmal durch 10 macht 0,3 Millivolt pro Meter. Also macht das 300 Mikrovolt pro Meter, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf rechne. Ja, und also es sind jetzt nicht 300, sondern es sind 270, weil ich das ja nicht so genau gerechnet habe, wenn ich das mal 1E6 rechne, ne? 270 Mikrovolt, so, also passt. Kann man schreiben, 270 Mikrovolt pro Meter. So, das ist die Feldstärke in 10 Meter Abstand. Dann können wir jetzt noch die Feldstärke hier im Teil B für die 25 Meter Abstand ausrechnen. So, und die sind jetzt im Fernfeld. Das heißt, was machen wir jetzt geschickterweise? Wir berechnen bis zur Fernfeldgrenze. Genau, wir berechnen das bis zu diesem Abstand und zwar mit der R hoch 3 Abhängigkeit. Und dann machen wir von dem Abstand weiter bis zu unseren 25 Meter, die ja im Fernfeld sind, mit der einfach 1 durch R Abhängigkeit. Also ich schreibe jetzt die Formel von hier unten einfach ab und nenne das mal E0. Weil das ja bei dem Abstand R0 ist und das ist dann einfach E1 mal R1 hoch 3 durch R0 hoch 3. So, und das können wir ausrechnen. R0 steht hier oben. Und dann ja, mache ich jetzt mal hier so ein bisschen Schmu. Ich mache mal das R2 in der Aufgabe weg und nenne das mal R3, um das einfach mit dem anderen auseinanderzuhalten. So, und dann können wir eben E3 ausrechnen aus dem E0, was wir vorher ausgerechnet haben. Das müssen wir dann hier einsetzen. Und da steht praktisch die gleiche Formel da, also R0 durch R3, ne? Immer den Abstand, bei dem wir die Feldstärke kennen, geteilt durch den Abstand, bei dem wir die Feldstärke ausrechnen wollen. Und hier, ich schreibe es jetzt nochmal explizit hin, da steht Ebene 1, also die 3 hier oben steht wegen Nahfeld, die 1 da unten steht wegen Fernfeld, weil wir im Fernfeld sind, weil wir im Nahfeld sind. So, und das kann man jetzt natürlich auch einfach hier in Octave mit Zahlenrechnung und so ausrechnen. Und ich sag auch mal nebenbei Hallo zu den drei Leuten, die zugucken. Schreib mal was Nettes in den Chat und lass mich wissen, ob das funktioniert. So, also wir rechnen E0 aus.
aus E1 mal, also ich hätte eigentlich die Formel hier kopieren sollen. Ah ne, wir brauchen erstmal das E0, R0. Und dafür brauchen wir erstmal das Lambda und dafür brauchen wir erstmal das F. Also das F sind 3E6. So, C sind 3E8. Lambda ist C durch F. Dann sollten da jetzt 100 Meter rauskommen, kommen auch. Ne? Dann können wir das R0 mal ausrechnen. Das ist Lambda durch 2 durch Pi. Das sollten jetzt die ungefähr 16 sein, ein bisschen weniger, 15,9. Und dann können wir E0 ausrechnen, so wie wir das E2 ausgerechnet haben. Bloß, dass hier unten R0 stehen muss. So, und das muss jetzt ja noch mal kleiner werden. Ja, also jetzt sind wir von 3 Meter auf 16 Meter gegangen oder auf 15 Meter. Das ist ungefähr 5 mal so viel. 5 hoch 3 macht 125. Naja, das ist mir jetzt alles zu viel, das im Kopf zu rechnen. Aber das könnte auf jeden Fall stimmen, was da rauskommt. Ja, und jetzt können wir daraus das E2 ausrechnen, aus dem E0 mal R0 geteilt durch, halt nicht E2, sondern E3 geteilt durch R3. Und R3 brauchen wir noch, jetzt sollte da erstmal eine Fehlermeldung aufploppen, genau, R3 sind 25 Meter. So, und dann machen wir das mal wieder in Mikrovolt umrechnen. Mikrovolt pro Meter 42 ist ja die Antwort auf alle Fragen. Das könnte ungefähr hinkommen. So, und E0 rechne ich auch noch mal um. Also das hier waren 66. Mikrovolt pro Meter und das waren 42 Mikrovolt pro Meter. Ja, vielleicht kann man noch mal sich das, ja, von hier ist jetzt auch schwierig zu rechnen. Ne? Also hier wird das ungefähr 1,6 mal größer. Das immer mit hoch 3 zu rechnen, ist schon irgendwie schwierig. Aber sagen wir mal so, wenn sich das von hier nach hier verdoppeln würde, dann hätten wir hier ungefähr ein Achtel, nicht ganz ein Achtel, weil es ist ja nicht ganz verdoppelt. Naja, also kann auf jeden Fall schon hinkommen, liegt auf jeden Fall in der richtigen Größenordnung. Wollen wir mal hoffen, dass wir die Zahlenwerte hier schon richtig in Oktave eingetippt haben. Ja. So, und das ist dann eine sehr schöne und hoffentlich sehr richtige Lösung dieser Aufgabe. Also man muss sich im Prinzip Gedanken darüber machen, elektrische Quelle sagt einem, was für Exponenten man hier in der Formel benutzen muss. Und naja, recht logisch, wenn ich von der Quelle weggehe, muss die Feldstärke kleiner werden. Wenn ich dichter an die Quelle rankomme, muss die Feldstärke größer werden. Sozusagen den Plausibility-Check sollte man auf jeden Fall machen. Und man muss mal die Wellenlänge ausrechnen, man muss diese Nahfeld-Fernfeldgrenze ausrechnen. Und ansonsten ist das eigentlich und auch uneigentlich ja nur eine Verhältnisgleichung, die man hier aufstellt. Einfach, eigentlich ist es nur mit einem Dreisatz rechnen. So viel mehr ist da jetzt tatsächlich nicht dabei.